Hallo liebe Kinder, wir begrüßen euch heute zum Kindergottesdienst aus dem biblischen Garten vor der Johanneskirche bei wunderschönem Sonnenschein. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr freut euch genauso sehr auf den Sommer wie wir. Wir feiern heute zusammen mit euch Kindergottesdienst. Wir, das sind die Sophie und ich bin die Astrid. Und wir feiern diesen Kindergottesdienst natürlich wieder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und als erstes singen wir natürlich unsere Nummer 77. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind der Schatz im Acker der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Heute haben wir euch natürlich auch wieder eine Geschichte mitgebracht und unsere Geschichte geht diesmal über etwas ganz, ganz Kleines. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Das habt ihr vielleicht schon mal in der Küche gesehen, sind winzige Samenkörner. Und davon handelt heute Senfkörner. Handelt unsere Geschichte und die erzählen wir euch gleich. Heute haben wir euch die Geschichte vom Senfkorn mitgebracht. Von solch einem Senfkorn, aus dem später mal ein prächtiger Strauch wird, erzählte Jesus den Menschen damals. Er wollte ihnen damit sagen, wo etwas aus der Liebe zu Gott geschieht, auch wenn es noch so klein und wenig ist, da hat es eine Kraft, durch die sich die Welt verändert. Heute möchten wir euch die Geschichte als Fantasiereise erzählen. Vielleicht kennt ihr das auch schon aus der Schule und aus dem Kindergarten. Das heißt, ihr dürft euch jetzt ganz gemütlich machen. Wir werden euch heute nichts zeigen, außer ein paar schöne Bilder vom Rosenstrauch vor der Johanneskirche. Ihr legt euch bitte auf den Boden oder aufs Bett, macht es euch gemütlich, nehmt euch ein Kissen oder eine Decke und ihr schließt bitte die Augen. Und spürt einmal eurem Atem nach, wie ihr ein- und wie ihr ausatmet. Und ein- und aus. Stell dir einmal vor, du bist ein Samenkorn, ganz, ganz winzig klein. Zieh dich zusammen, mach dich so klein, wie du kannst. Zusammen mit ein paar anderen Samenkörnern wirst du in die Erde gelegt. In der Erde ist es ganz, ganz dunkel um dich herum. Ruhig liegst du wie im Schlaf. Bald aber spürst du, wie die wärmenden Strahlen der Sonne durch die Erde hindurch dich erreichen. Diese warmen Strahlen tun dir gut. Auch die feuchte Erde um dich herum, sie wecken in dir eine Kraft. Deine Haut beginnt zu prickeln, sie spannt sich und dann bricht sie auf und ein kleiner Halm arbeitet sich durch die Erde der Sonne entgegen. Erst ist er klein und zart, aber in dir wächst mehr und mehr Kraft. Immer weiter nach oben schiebt sich der Halm. Langsam streckst du dich in die Höhe. Fest stehst du, denn deine Wurzeln halten dich in der Erde. Nun wächst du auch in die Breite. Äste bilden sich aus und wachsen in alle Richtungen. Sanft wiegst du dich im Wind. Er kann dir nichts tun,
denn du stehst fest. Deine Blätter bilden ein Dach. Vögel und andere Tiere besuchen dich und ruhen sich in deinem Schatten aus. Und langsam verabschiedest du dich von deinem Baum und kehrst, wenn du möchtest, allmählich wieder zurück und öffnest die Augen. So, wir hoffen, ihr habt schön geträumt mit Sophies wunderbare Geschichte. Und wir singen jetzt gerne mit euch zusammen, Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß, so hoch, was kann höher sein, so tief. Was kann tiefer sein, so weit? Was kann weiter sein, so wunderbar groß? Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar, so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Und jetzt wollen wir natürlich mit euch basteln und passend dazu, dass hier alles rund um uns rum, die Natur überall explodiert, alles blüht, wollen wir mit euch kleine Samenbomben aus Papier basteln, die ihr dann richtig schön verschenken könnt. Vielleicht ja zum Abschied an eure Erzieher oder Erzieherin oder Lehrer und Lehrerin, bevor ihr in die Sommerferien geht. Oder vielleicht auch an Mama oder Papa. Und so sehen die am Ende aus und ich erkläre euch jetzt, wie ich das gemacht habe. So, passend zum Senfkorn basteln wir heute mit euch Samenbomben aus Papier. Dazu braucht ihr farbiges Bastelpapier. Sucht euch einfach eure Lieblingsfarben raus. Ich habe jetzt hier rosa und gelb genommen. Das reißt ihr in kleine Fetzen. Und legt diese Fetzen dann in eine Schüssel. Und gebt warmes Wasser dazu. Dann lasst ihr es ungefähr eine Stunde stehen. Und jetzt braucht ihr die Hilfe von Mama oder Papa. Und zwar müsst ihr das einmal gut ausdrücken. Und dann mit dem Mixer noch ganz klein machen. Das wird dann so klein. Dann ist das noch ganz leicht feucht. Und dann nehmt ihr dicke Küchenrolle, also so ruhig ein paar Blätter übereinander, habe ich hier genommen. Legt da drauf eure Form, in der dann die Samenbombe sein soll. Ich habe jetzt hier eine Herzform genommen. Und gebt mal so kleine Schnipsel da rein und drückt die hier richtig gut fest. Da macht ihr dann eine Lage davon. Und dann nur eine dünne Lage. Gebt ihr die Samen dazu, die ihr gerne möchtet. Ich habe jetzt hier einfach so ein paar Wildblumensamen. Die sind auch toll für die Bienen, die hier überall jetzt wieder rumschwirren und ganz fleißig Honig produzieren. Die gebt ihr dann hier so drauf. Oder ihr könnt halt auch Senfkörner nehmen, wenn ihr solche habt. Und dann deckt ihr das Ganze wieder mit einer Lage von diesen feuchten Schnipseln ab. Und drückt das Ganze so richtig dolle fest. Immer wieder drücken. Ihr könnt das dann auch gerne noch mal an eine andere Stelle versetzen, falls an der Stelle das Papier schon durchgeweicht ist. Und macht das dann immer so weiter, bis es dann ein bisschen härter wird. Und dann könnt ihr das vorsichtig aus der Form nehmen. Und dann sieht das nämlich so aus. Und da sind jetzt in der Mitte die Samen versteckt. Da
Was könnt ihr dann verschenken? Und derjenige, der das dann bekommt, oder auch ihr selbst, kann das dann fleißig gießen. Und irgendwann kommen dann daraus kleine Pflanzen und Blumen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Jetzt haben wir eine Geschichte gehört. Wir haben zusammen gebastelt und gesungen. Und am Ende dieses Gottesdienstes möchten wir mit euch das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.